Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Wir wollen das Zeichen der Dankbarkeit haben. Oh, guck mal. Das holen wir uns doch gleich mit. Ey. Wirklich? Ich hätte sie ansprechen. Okay. Oh, du musst sogar sein. Nuna hat schon viel von dir erzählt. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Ach, ich erkläre es dir sofort, worum es geht. Als ich klein war, habe ich mich mal im Obsidian-Grasland verirrt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und lief weinend umher, bis ich zu einer schönen Blumenwiese kam. Dort bin ich auf ein Pokémon gestoßen, das ich noch nie gesehen hatte. Es hat mir eine Blume geschenkt und dann ist es vor mir hergelaufen, als wollte es mir den Weg weisen. Dank diesem Pokémon habe ich wohlbehalten hier nach Hause gefunden. Leider bin ich nie dazu gekommen, mich bei ihm zu bedanken und würde es deswegen gerne wiedersehen. Aber ich finde die Blumenwiese nicht mehr. Würdest du sie bitte für mich suchen? Das hier ist mein einziger Anhaltspunkt. Ein Graciadia-Blume. Dies ist die gleiche Blume, die mir das Pokémon damals gegeben hat. Ihr Name ist Graciadia. Bitte tu mir den Gefallen. Finde die Wiese im Obsidian-Grasland, auf der diese Graciadia wachsen. Genau. Und da weiß ich auch schon, wo es hingeht. Doch würde ich vorher einmal schnell abspeichern. Was ist das der Ort? Das hier scheint die Wiese zu sein, von der Mahiro gesprochen hat. Ist das wirklich die Blumenwiese von damals? Die Blumen sind zwar verwelkt, aber an diese Landschaft erinnere ich mich ganz genau. Das muss der Ort sein. Hallo Pokémon von damals. Erinnerst du dich noch an mich? Du hast mir mal geholfen, als ich mich verirrt hatte. Dank dir habe ich wieder nach Hause gefunden. Hab vielen Dank. Oh, die Blumen. Da ist es. Danke, Sora. Ich werde mich auch bei Jona für ihren Rat bedanken. Ich nehme an, du bleibst hier, um das Pokémon zu erforschen. Stimmt's? Viel Erfolg dabei. Ja. Alter!
Du gehst mir gewaltig auf den Senke. Das ist da hinten. Schämen, bleib hier, bleib hier. Nein, jetzt ist es wieder. Jetzt ist es weg. Na toll. Ey. Ich sag mir nicht, dass es jetzt komplett weg ist. Komm schon, komm zurück. Ey, das gibt's nicht. Warum, weil ich diese scheiß Driftlon unbedingt angreifen musste? Bleib hier! Ich werf so viel Bälle auf dich, wie es geht. Ey. Komm doch hier, du Schämen. Mann, bleib doch! Alter, ihr Scheißviecher! Ihr Scheiß verdammten Viecher! Ey, das ist einfach nicht wahr!
kann doch nicht so schwer sein, diese Schelme zu fangen. Mann! Geht doch! Meine Güte! Und alleine, weil ihr mir auf den Senkel gegangen seid. Na dann, noch ein bisschen was herstellen. Go-Bären. Egal, das haben wir jedenfalls. Noch ein paar Aprikokos. Achso, war ich hier. Königsblätter, was voll? Eine Itemtasche ist voll. Aber wichtig. Nein. Guck mal. Ist die Tasche auch voll. Perfekt. So. Wegscheinungs. Ah, dann machen wir halt andere Sachen jetzt im Moment. Kann im Moment nichts großartig machen, Sinibären. Was, davon brauche ich leider zwei? Oh mein Gott.
Ein paar Gummibären. Wir würden nicht sagen, dass es üppig bleiben, aber es ging einfach so ein bisschen. Obwohl wir könnten. Tempotechnik verwenden. Interessant. Hier macht sie das auch langsam bezahlt. Wie sieht es bei Scheinungs aus? Palkia. Scheinungs. Wo habe ich es? Was muss ich da noch erfüllen? Noch ein paar Exemplare fangen. Ruckzuck gesehen und Exemplare entwickeln. Naja. Halt. Das nervt mich halt total mit dem Typen. Elf von zwölf. Anders scheinen. Komm rein. Das ist ja noch relativ einfach und simpel hier. Naja, wenn wir noch einen Augenblick warten, dann können wir hier wenigstens einmal drin kämpfen. Und hier drin sind nun mal starke Pokémon. Und ich glaube, das sollten wir auch ausnutzen. Ich glaube, es sollte auch nicht mehr lange dauern. Thank you.
Einfach mal random Hyperball? Ein normales Sneedle. Ja, komm. Na gut, wenn du in den Ball nicht drin bist, dann vielleicht in diesen. Die kann ich bestimmt. Wow! Evoli, immer her mit dir. Je mehr ich von dir habe, desto besser. Immerhin schon mal zwei Ebolis, drei glaube ich. Was ist mit dir? Eisscheibe. Okay. Sieht so aus, als wenn der erste Bilder sein. Hier war ich noch nicht gucken. Oh.
Nie dran. Ja, mal gucken, ob wir Schlupf gefangen kriegen. Ich weiß gar nicht, wo es Schlupf sonst gibt. Ich würde gerne auch noch ein zweites Pokémon dazu holen. Aber ich glaube, das geht wohl schlecht. Da war Sturm. Ich glaube, ich sollte meine Pokémon erstmal heilen. Leistungsstein. Verwirkungslos. Verteidigung auf jeden Fall. Noch was? Nö. Holen wir mal die Aprikokos runter. Okay, das kann ich noch nicht. Okay. Okay. Ich denke mal, das sollte fürs Erste ausreichen. Erstmal kurz ausruhen, damit die Pokémon wieder geheilt sind. Und wie ihr Geld dazu gekriegt. Und auch Schemen. Einsatz von Schocksamen, Tempotechnik, Krafttechnik und Einsatz von Schemen und Erdkräfte. Erstmal ins Dorf zurück. Ich möchte einiges verkaufen. Könnte ich noch die ob ich jetzt erstmal mit der mit dem Meeresdings weitermache Frostland kriege ich das also. Gibst du mir denn dafür? Was, nur so viel? Ich hätte ein bisschen mehr erwartet.
Ja, okay. Schon wieder den falschen Knopf erwischt. Aber ich habe gerade gesehen, ich habe da. Perfekt. Dann habe ich doch noch... Sorry. Da, aber ich glaube noch nicht, dass ich gegen ihn ankommen würde. Deswegen möchte ich noch ein bisschen was kaufen. Vergiss es, ich weigere mich. Ah, sei gegrüßt, werter Kunde. Entschuldige, dass du diese Zähne mit anziehen musstest. Ich habe Tau war nur gebeten, mir neue Ware zu bekommen, aber er will einfach nicht. Tut mir leid, dir das wieder aufbürden zu müssen, aber könntest du erneut... Oh. Wenn du ihm ein paar Strandrettiche bringst, hört er dir... Oh, nur Strandrettiche. Ich muss Top-Tränke herstellen. Nee, die Mission ist mir noch ein bisschen zu hart. Lucario mit seinem eisernen Willen. Das könnten wir erstmal machen. Ich glaube, das kriege ich in dieser Folge noch hin. Du scheinst bereit für einen Kampf zu sein, oder? Und wie? Sparen wir uns das Reden. Lass uns gleich zum Kampf, zum Kämpfen übergehen. So sind wir nun mal. Luca! Neue Attacke gemeistert. Stimmt, da haben wir ja noch welche neue Attacken gemeistert. Okay. Das war ein großartiger Kampf. Wir müssen wohl mehr trainieren, Lucario. Ich danke dir. Du scheinst durch die Begegnung mit allerlei Pokémon an Stärke gewonnen zu haben. Jetzt wollen wir unsere Können auch an anderen Orten unter Beweis stellen. Ich finde es schön, wenn wir uns irgendwann wiedersehen würden. Mit Sicherheit. Ach, guck mal, wer da steht. Gut, aber ich würde sagen, war es das erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir uns eine neue Nebenmission anschauen. Mal schauen, welche wir nehmen. Ein gemütliches Vordach. Oh, ein Sonderbaum und Sonnenstein würden wir davon. Und im Vordach eines Wohnhauses hat sich ein wildes Palim-Palim niedergelassen. Sprich mit Isota und sie nach, was du tun kannst. Oh, werden wir sehen. Ich glaube, das werden wir machen und das Schnee und das weiße Vulpix im Schnee. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Und dann die Legende des Meeres. Das auf jeden Fall auch. Ich glaube, die werden wir uns in der nächsten Folge vornehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich riesig freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, ein Abo auf den Kanal vergesst dabei, aber natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr wie immer zu einem weiteren Video und rechts zur Playlist des aktuellen Projektes.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.